Er möchte den ersten Grigor vor seiner Flucht aus Voronezh stellen, als er noch keine Macht hatte. Aber er könnte auch ein altes Dilemma erleben. Ist es recht, einen Mann für noch nicht begangene Verbrechen zu ermorden? Diese Frage quält Molotow. Die Erinnerung an den Herrscher, den er gegen Ende seines Lebens kennenlernte, lässt sich kaum mit dem Erbe seines metallenen Nachfolgers vereinbaren. Geschichtsschreibung und Erinnerung sind manchmal so verklärt, dass sie nicht mehr mit den tatsächlichen historischen Ereignissen übereinstimmen. Molotow fragt sich, ob er und Molly nach ihrer Ankunft Grigor dem Helden oder Grigor dem Schurken begegnen werden. Ja, 2018, da waren wir schon mal. Jetzt stehen wir auf der anderen Seite und müssen entsprechend beschützen. Wobei wir lustigerweise die zwei Städte heute nicht miteinander verbünden können, weil... keine Ahnung. General Molotow hatte seine Entscheidung gefällt, doch so sehr er sich auch einredet, dass sie richtig war, fühlt er sich doch als Verräter, nicht als Held. Es störte Molotow nicht, die Geschichte zu ändern. Das war die ganze Grundlage des Plans. Die Frage war nur, wie er die Änderung der Geschichte bewerkstelligen sollte. Wenn der Krieger davon überzeugen konnte, vom blutigen, zerstörerischen Weg Neurusslands abzuweichen, konnte er vielleicht sein Gewissen beruhigen. Aber wenn seine Argumente auf taube Ohren stießen, müsste er den Helden seiner Kinder für Verbrechen töten, die er noch nicht begangen hatte. Dass Miss Ryan mitkam, war ein großer Vorteil, entschied Molotow. Sie war stark, intelligent und wurde mit schwierigen Situationen offensichtlich spielend fertig. Ihre Anwesenheit erhöhte die Erfolgschancen des Plans. Sie war für Molotow auch jemand, mit dem er die Schuld teilen konnte. Das alles war natürlich nur relevant, wenn sie auch wirklich die Möglichkeit bekam, Grigor zu sprechen, was auch keineswegs sicher schien. Es gab viele Variablen in dem Plan, darunter nicht zuletzt die Zeitreise selbst. Wer konnte mit Sicherheit sagen, dass sie zur rechten Zeit am rechten Ort abgeliefert und ihre Atome nicht in der Galaxie verstreut würden? Rundreise, ey. Und falls sie die Reise überlebten, wie würden die Einheimischen auf sie reagieren? Immerhin waren sie Russen und er wollte ihnen kein Leid zufügen. Aber wenn er damit möglicherweise 10 Millionen Leben retten konnte, Molotow würde tun, was nötig war. Soll die Geschichte entscheiden, ob er damit zum Helden oder zum Verräter wurde? Naja. Okay, sehen Sie sofort, ihre Verteidigung und ihre Gegner sind viel mächtiger als sie. Ja. Ukraine, ja, die brauchen wir auf jeden Fall ganz dringend. Ja, dann starten wir mal den unlustigen Teil der ersten Mission. Grafikfehler. Das sichere Haus ist leer. Anscheinend war die Zeitmaschine nicht so exakt, wie wir hofften. Dies wäre die beste Gelegenheit gewesen, Grigor zu sprechen. Moment mal, ich dachte, wir wollten ihn töten. Zuerst müssen wir herausfinden, was wirklich hier geschehen ist, Molly. Ich halte ein starkes Russland immer noch für ein edles Ziel. Ich hoffe, wir können Grigor erklären, was die Zukunft bringt, diese Tragödie vermeiden und meinem Volk trotzdem helfen. Na gut. Sie haben einen Versuch für Ihre Bemühungen. Wenn Sie recht hatten, dürften wir ihn jetzt am besten am Haupttor erwischen. So falsch kann die Zeit nicht sein. Wenn Grigor erfährt, wie seine grandiose Vision korrumpiert wurde, wird er bestimmt dafür sorgen, dass es nicht so weit kommt. Entschuldigung, Soldat. Ich bin Molly Ryan, amerikanische Expertin für die Abteilung Innere Sicherheit in Moskau. Mein Assistent und ich unterstützen die Suche nach Grigor Stojanovich. Sind vor kurzem Fahrzeuge hier durchgekommen? Ich wusste nicht, dass die innere Sicherheit fremde Hilfe geholt hat. Aber ihre Papiere scheinen in Ordnung. Wir haben keine Spur vom Krokodil gesehen. Das einzige Fahrzeug, das vorbeikam, war vor rund 10 Minuten ein Kartoffellaster. Unfähige Stümper! Auf diesem Laster hatte sich Grigor versteckt. Wir sind wieder zu spät gekommen. Entschuldigung, Ma'am. Wir dachten... Wir brauchen keine Entschuldigung. Tja, Molotow, was sollen wir... Achtung! Feuer! Was war das für ein Flugzeug? Sowas habe ich noch nie gesehen. Diese hochentwickelten Bomber können nur eins bedeuten. Konkurrenz. Die Zeitmaschine muss erobert worden sein. Wache,
Als Repräsentantin der inneren Sicherheit muss ich in dieser Situation vorübergehend den Befehl über die Truppen in Voronezh übernehmen. Informieren Sie Ihre Genossen. Natürlich gehorchen wir, aber wir sind nur Polizisten, keine Armeeangehörigen. Grigor wird versuchen, das Kapitol hier in Voronezh zu zerstören. Das müssen wir verhindern, sonst ergeben sich die Leute hier der Uschi-Partei und die Geschichte wiederholt sich. Na gut, Molotow. Ich kann den Zivilisten zeigen, wie sie eine Spionageanlage errichten, die uns gegnerische Positionen zeigt. Mit ihrer Hilfe können wir Grigor aufspüren und Spione anwerben und ausbilden. Soweit ich weiß, war die Ukraine neutral, bis es zur Kooperation mit Neurussland kam. Wir sollten zuerst mit den Ukrainern sprechen. Gut. Wir wollen erstmal speichern. Ja, jetzt kommt, wie gesagt, der unlustige Teil der ersten Mission. So, wir haben neue Punkte zu vergeben. So, was nehmen wir denn da? Wir hätten Belagerungswaffen. Panzer, was haben wir denn für Panzer noch so eventuell nützliches? Nichts, was wir kaufen könnten. Ja, Bauzeitsenkung ist jetzt nicht so das Wahre. Das kann ich alles nicht auswählen, sehr gut. Cyborgs haben wir momentan ja nicht so wirklich gut. Wir müssen jetzt erstmal hier Truppen zusammenfassen. Die kann ich schon mal gar nicht zusammenfassen. Sehr gut. Nein, du nicht, Molly. So, wo haben wir denn hier Bürger? Wir brauchen erstmal hier die wichtigen Mineralien. Und dann brauchen wir ganz schnell ganz viel mehr Bürger. Und wir können schon B2-Bomber bauen. Können wir ins nächste Zeitalter? Nein. Das heißt, keine Atombombe für uns. Oder sehe ich das falsch? Ich weiß es noch nicht. So, dann wollen wir dich mal ein bisschen weiter hinstellen und Molly gleich mal darunter schicken zu den Ukrainern, damit wir die als Verstärkung bekommen. So, das wollen wir aufrüsten. Wie viele Ressourcen haben wir? Das wollen wir auf jeden Fall aufrüsten, weil wie man gesehen hat, kommen die mit leicht unlustigen Einheiten daher. Und wenn ich sage leicht unlustige Einheiten, dann meine ich natürlich die fetten, dicken Bomber. So, ich habe hier schon mal ordentlich Nahrungsmittel, die brauche ich dann auch bald. Ja, du kannst bald hier hingehen. Kann ich helfen? Habe ich Flieger? Nein. Wäre ja auch zu schön, wenn ich sowas hätte, ne? So, ich will das mit Ukrainer hier haben. Moderne. Ich glaube, ich kann auch gar nicht aufsteigen. Die laufen hier immer nur auf und ab, wogegen ich nichts tun kann. Und die Verteidigung ist richtig scheiße hier angelegt. Habe ich die jetzt hingeschickt? Schicke ich die mal dahin. So, wir brauchen davon noch ein paar mehr. Habe ich noch irgendwo so ein Kapitol? Ne, ich habe nur noch so Stadtzentren, ne? Eine Siedlung. Die Stadt ist so scheiße konstruiert schon wieder. Oh nein, ich habe hier noch was. Sehr gut. So, ich brauche immer noch 5 und Autosave. Okay. Dann brauche ich. Ich brauche auch Stein und zwar ganz viel davon. So, wo ist denn jetzt? Wo muss ich denn hin mit Molly? Die Regierung der Ukraine ist Ihnen dankbar. Wir hatten an eine Allianz mit Stojanovic gedacht. Es schien ratsam, sich mit seinem anvisierten Neurussland gutzustellen. Aber seit er sein Volk mit ungeheuerlichen Waffen unterdrückt, misstrauen wir seinen Motiven. Da Sie uns andere Möglichkeiten eröffnet haben, werden wir militärische und wirtschaftliche Unterstützung gewähren. Sehr gut. Holz und Dings. Ja, das machen wir gleich mal. Holz brauchen wir auch noch. So, ich brauche mehr davon. Mehr. Ich brauche einen ganzen Ozean voll. So, die sind jetzt mit mir verbündet, wenn ich das richtig sehe. Ja. Das heißt, ich habe schon mal so ein bisschen hier, ne? Bisschen Rückendeckung. Auch wenn die gleiche beschissene Technologiestufe wie ich haben. Ich habe hier Luftabwehr sitzen. Die wird nicht lange ausreichen. Voronezh, was ist das hier? Russland, okay. Sehr präzise Angabe, stehe ich ja drauf. So, du schaffst jetzt mal das da und du das da. Das kann ich noch lange nicht bauen, weil ich noch lange nicht die Ressourcen dafür habe. Ich brauche auch Holz. Wo baue ich denn das am dümmsten ab? Erstmal da oben, wie es aussieht.
So sieht es zumindest gerade für mich aus. So, bauen wir noch mehr hier. So, da hackt einer, da. Zwischensequenz. Ein Funkspruch auf einer Frequenz, die wir in Neurussland benutzt haben. Hallo Molotow. Ich hatte Sie vor Verrat gewarnt. Sie sind also hier, wie ich vermutete. Aber aufhalten werden Sie uns nicht. Dafür steht viel zu viel auf dem Spiel für mich. Törichter Mensch, siehst du nicht die Ordnung, die ich der Erde bringe? Unter einem Banner vereint und von Abweichlern befreit, kommt der Weltfriede. Sie müssen aufgehalten werden. Ihre Leute auf Kuba konnten nicht verhindern, dass wir die Zeitmaschine bekamen. Wir verhinderten die Zerstörung und folgten ihnen hierher. Aber unser Plan sah minimale Störungen vor. Sie verändern die Zukunft unvorhersehbar, indem sie so fortschrittliche Technologie herbringen. Ihren Plan würde ich keine minimale Störung nennen. Aber ich muss Ihnen danken. Sie haben den Zeitplan für Neurussland stark beschleunigt, weil Sie mir die Möglichkeit gaben, in diese Zeit zu reisen. Statt erst nach Jahrzehnten von Kriegen wird uns die Erde viel früher gehören. Vielleicht haben Sie doch Leben gerettet. Aber nicht die Millionen unschuldiger Leben, die Sie opfern werden. Sie haben noch nicht gesiegt. Die Tatsache, dass ich aus der Zukunft herreisen konnte, belegt doch, dass Ihr Plan fehlgeschlagen ist. Aber genug geplaudert. Ich hätte Sie mühelos in dem sicheren Haus in Voronezh schnappen können, reiste aber stattdessen in eine frühere Zeit und bereitete Wolgograd auf Grigors Ankunft vor. Mit der hochgerüsteten Truppe können wir alle Feinde zugleich angreifen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ja, nettes Gespräch. Ich fürchte aber, ich muss leider gewinnen. Du baust dieses Feld so, das muss noch bebaut werden, wenn ich das richtig sehe. Und dann ist hier... töten Sie Grigor den Zweiten. Ja, können wir nebenbei auch noch machen. Wir haben ja Zeit, ne? Nein, haben wir nicht so. Ich brauche mehr Stein, definitiv. So, und mehr, viel mehr Truppen. Viel, viel mehr Truppen. Und auch Holz. Ich brauche Holz. Die Flak will ja immer Holz haben. Ich brauche bald sehr viele Flaks. Gut, ich muss hier einen Ring aus Verteidigung ziehen. Aber ich habe erstmal die Ukraine auf meiner Seite. Das ist schon mal was wert, ne? So, ihr seid jetzt beide zwei, ihr seid eins. Habe ich noch irgendwo was übersehen, truppenmäßig? Ich glaube nicht, nein. Den Gefallen tut mir das Spiel leider nicht, denn das Spiel ist ein Miststück. Radarzentrale, eine Radarzentrale. Rattern wir mal ordentlich, so. Wie viel haben wir jetzt hier hinten? Drei? Nur drei? Okay. Hallo? Ich hab die doch auch Holz arbeiten gehen, schicken, sehen hier. So, 6, 7. 5, 6, 7. Passt. Gut. Dann brauchen wir noch 2000 mehr. Und dann kann's... Ich soll mal speichern. Ich brauche hoffentlich nicht zu lang, sonst habe ich bald ein Problem. Ihr zwei baut mal da hinten eine Siedlung, damit das ein bisschen schneller geht. Der Rest von euch geht Steine kloppen hier. Moment, das sind 3, 6. Das sind 3, 6. Sehr gut. Dann machen wir hier auch 6 draus. Wir machen 6. So, das ist aufgerüstet. Das ist ein Tor? Achso, nein, das kann ich bauen. Ich denke mir schon, hä? Das ist doch kein Tor nicht. So. B-52. Moment, B-52-Bomber hatte die Atomwaffen, oder? Ich weiß gar nicht. Gut. Jetzt sammelt ihr euch alle mal da unten. Und ich brauche davon noch mehr. Mehr, ich brauche immer mehr. Nee, wartet mal. Ich habe hier schon 2 zu viel, ne? 2, 4, 6, 7. Passt. Gut, dann sammelt ihr euch auch mal da unten. Ihr seid jetzt die glücklichen Dreier, die raus dürfen und... unter dem Beschuss von atomaren Waffen hier kämpfen, ne? Freut euch drauf, ich weiß. So, wie wollen wir das jetzt bauen? Ich brauche verdammt viele Türme, wenn ich das so bauen will. Ich muss die Stadt verteidigen, das heißt, die halten die für 2 Sekunden lang auf. Ich sollte vielleicht erstmal irgendwo hier... Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo die mit ihren Bombern nachher kommen. Und die werden mit ihren Bombern kommen. Da bin ich mir sicher.
Habe ich schon das Dings gekauft? Abbrechen. Allgemein Gebäude und Türme. Ich sollte vielleicht nochmal Dings kaufen. Kostensenkung. Habe ich alles nicht. Toll, ich habe für nichts die Punkte. Sehr schön. Wir werden angegriffen. Ja, Sir. Oh Gott, oh Gott. Das kann ja schon nichts werden. So, geht mal da hinten Türme bauen. Ach, jetzt laufen sie gleich wieder ab. Na, dann bleibt oben. Wir fahren da jetzt mal lieber nicht so weit. Ach, scheiße. Scheiß Uschi hier. Bitte mal töten. Ah, da ist ein Priester. Fick dich. Oh Gott, oh Gott. Verdammte Scheiße. Gleich zurückziehen. Zurück zu den Türmen. Naja. Scheiß auf das, was da unten steht. Fick dich. Was macht denn die Ukraine? Die wollte mir doch helfen. Ist doch glatt gelogen. So, wie sieht's denn da oben bei euch aus? Ihr baut Türme. Die Türme halten sie auf. Gut. Wie lang ist halt die Frage, ne? Nicht sonderlich lang, fürchte ich. Meine Armee ist gleich hinüber, sehr gut. Ich hätte die Türme hier bauen müssen. Ich glaube, ich habe jetzt schon verloren. Der Feind überrollt mich jetzt schon, wunderbar. Jetzt kommt der schwierige Teil der Mission, ja. Ich habe hier noch keine Türme gebaut. Sehr gut. Fertig, Sir. Vielleicht. So, ich hatte hier schon alles besetzt. Sehe ich das richtig? Das sehe ich richtig. Gut, dann kann ich jetzt hier schnell mal so zwei Türmchen hinzimmern. Ich hoffe zumindest, dass ich das hinzimmern kann. Die Technologiestufe ist so völlig überzogen. So kann ich doch nicht gewinnen. Wollt ihr feiges Gesindel hin? Geht ihr völlig raus und kämpft? Oder stellt wenigstens die Truppen mir? Erwarte Befehle. Kann ich helfen? Wo wollt ihr hin? Kommt her und kämpft. Wir werden angegriffen. Ja, die halten die schon auf. Das kriegt ihr dann schon glatt noch so hin. So, ihr baut mal den nächsten Turm. Wir werden angegriffen. Ja, das sind nur so ein paar einzelne Typis. Du kannst mich mal. Damit du Bescheid weißt, ja. So, Türme. Ich brauche hier oben Türme, habe ich beschlossen. Was? Die können Luftabwehr? Was? Das ist doch Unsinn. Das kann ich doch auch nicht, oder? Das muss ich ja doch mal eingreifen. Jetzt gleich wieder mit den riesigen Panzern kommen. Geht mal reparieren hier. Mit den riesigen Panzern vor allem. Das sind total normale Panzer. So. So, rückt mal wieder zurück. Zurück mit euch. Ihr schafft die sonst nicht. Ah, jetzt kommt ihr auch schon mit Robotern. Fick dich. Haltet sie auf. Die Türme halten sie auf. Für gefühlte 2 Sekunden, bevor alles zum Bach runtergeht. Euch geht's gut, ihr baut diesen Turm auf. Baut diesen Turm auf. Braucht mehr Türme, und zwar schnell. Panzer sind keine vernünftige Verteidigung gegen diese Dinger. Wir werden angegriffen. Nein, haltet sie auf! Ich kann meine Panzer doch gar nicht. Ich hab gar nicht genug Panzer, um die damit aufzuhalten. Ich habe auch nicht genug Ressourcen, sie irgendwie aufzuhalten. Sie haben meine Luftabwehr da hinten zerstört. Es könnte unangenehm enden, wenn die da mit etwas größerem Material kommen. Das Problem ist, ich muss da hinten Türme auch hinbauen, damit ich verteidigen kann. Oh Gott. Vielleicht soll ich ein paar Jäger bauen. So zur Verteidigung. Ich habe keinen Material mehr, um diese verschissenen Türme zu bauen. Okay, ich habe den ersten Angriff abgewehrt und ich bin mit der Ukraine befreundet, aber irgendwie komme ich da nichts rum.
ihr Pfeifen fahrt auch nur irgendwie drumrum und macht nicht viel. So, du brauchst mal mehr Leute und du upgradest hier mal. Ich könnte einen Beobachtungsballon bauen. Nee, das brauche ich momentan so gar nicht. Was könnte ich denn noch gebrauchen? Ich könnte mal was ausprobieren. 500 Steine als Tribut. Na, ganz toll. Wie wär's denn, wenn ihr mal Panzer schickt, hm? War der mit der Atombomben? Der kostet so viel. Das müsste der mit den Atombomben sein. Vielleicht kann ich damit was reißen. Nein, kann ich nicht. Gut. Heilung plus Reichweite. Das brauche ich. Was haben wir da? TP-Erhöhung bei Gebäuden. Her damit. Kämpft denn hier schon wieder alles so viel? Aha, ich brauche ein paar Flachs. Flachs kann ich bauen. Ist doch schon mal was. Gut, bevölkert ihr das mal. Warum zur Hölle stehst du da draußen? Ich bin mir sicher, dass ich dich da nicht haben wollte. Diese scheiß Uschis, ne? Ich treff die nicht wegen den Kacktürmen, ich glaub's nicht. Geht mal da rein. Ist hier nicht irgendwo ein Krankenhaus? Warum ist hier draußen kein Krankenhaus? Ich baue mir jetzt hier mal sofort ein Krankenhaus hin. Ja, die Lage ist noch bei weitem nicht unter Kontrolle, aber es... Die lassen hier gleich Truppen ab, oder? Nein, die lassen gar nichts ab. Und tschüss. Aber es zerstört meine Türme nicht. Gut, ich habe schon mal ein Krankenhaus.